Herzlich willkommen zurück bei 7 Days natürlich. Schön, dass ihr dabei seid. Mittlerweile haben wir auch Nacht, ist aber gerade erst Nacht geworden. Und ja gut, zumindest die ersten 21 Kerzen hat er auch schon fertig. Dann können wir gleich die ersten hier ranbubbeln. Ich muss gucken, wie das... Sind's eigentlich ein bisschen niedrig? Wie wird's so aussehen? Nein! Och Mensch, Junge, tu mir das doch nicht an. Den machen wir gleich wieder ran. Aber da oben wird besser, ne? Glaube ich. Ja, das wird sonst zu niedrig wegen dem Auto. Echt, gut. Wir haben statt 80 Kerzen jetzt nur noch 79 Kerzen. Oh, gleich hier alles kaputt gehen muss. Das ist doch furchtbar. Ich meine, die machen jetzt nicht allzu viel Licht, aber immerhin etwas. Das ist sehr schön. Dann brauchen wir einmal einen normalen Block. Ist ja schlimm. So. Ja, gut. Wenn wir jetzt mal Fackel ausmachen und das ausmachen. Es ist nicht super hell, aber hell genug. Wenn ihr später mit dem Fahrzeug durchfährt, definitiv. Es soll ja ein bisschen schummrig aussehen. Ja. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, wenn wir mal so ehrlich sind. Von der Stimmung her gefällt mir das sehr, sehr gut. Gut. Wir machen unser Licht jetzt aber wieder an. Zum Bauen natürlich. Sonst sehen wir hier nichts. Und hauen den nach unten. Und die habe ich vergessen, die Verkaufskiste zu machen. Irgendwas vergisst man immer. Ist typisch. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Das ist ja schlimm hier. Pausenlos. Nun ist aber gut hier. Du bist schon der dritte Steve. Jetzt verliert er auch noch seinen Arm. Steve, tut das Not. Lass doch mal deine Körperteile bei dir. Das ist ja ganz schlimm. Aber ich glaube, größtenteils haben wir das Stück hier sowieso, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man sieht hier ganz, ganz schlecht. Ich hätte mir vielleicht eine Bergbaulampe mitnehmen sollen. Oh, warte mal. Ich finde nur noch ein kleines Stück. Dann machen wir mal ganz kurz. Man sieht hier aber wirklich sehr schlecht. Hier muss auf jeden Fall... So, und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch die Decke, ne? Oder? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich glaube, hier muss noch drin, oder? Ich glaube, ja. Können wir aber auch gleich die Decke mit reinsetzen, dann passt das schon. Ist halt wieder das Problem, dass man es mit dem Bohrer ganz, ganz schlecht sieht. Irgendwie ist er immer noch zu viel. Hier kommen pausenlosen Zombies. Ich weiß nicht, ob das dann nachtlich... Ich habe sowieso manchmal das Gefühl, nass spawnen mehr Zombies als tagsüber. Aber ob das wirklich so ist... Das ist, glaube ich, auch nur persönliches Empfinden, würde ich schon fast sagen. So. Oder? Passt so, ne? Ich glaube, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Fakt ist, wir müssen so oder so. Komme ich da an? Yep. Hier noch einmal Decke durchziehen. So, warte mal. Den brauchen wir jetzt auch mal die guten Blöckchen. Zack. Was ist das überhaupt? 1, 2, 3, 4 dazwischen. Hier wird der... Oh gut, passt. Das war ein bisschen eng. Ich würde ehrlich gesagt gerne einen weiter. Weil wir sonst beim Boden wahrscheinlich die Fackel kaputt bohren. Ah, ich glaube, wir werden auch... Das machen wir schnell mit der Spitzhacke zusammen. Einen weiter gehen. Sonst kriegen wir nämlich nachher das Problem, dass das alles hinten und vorne nicht passt. Wie ich ja schon sagte, die letzte Folge, der Tunnel wird nicht ganz einfach. Da es hier halt sehr dunkel ist und man sowieso schlecht sieht bei dem Stein, müssen wir da wirklich Stück für Stück vorgehen. Aber ja, das kriegen wir schon hin. So, hier noch einmal. Ich glaube, hier hatten wir eh schon, ne? Oder? Unten zumindest. Okay. So, da noch einmal.
so passt das besser. Dann kann man hier nämlich auch nochmal. Sehr schön. Ja, ja, dann kriegen wir hier zumindest mal wieder ein Stück hin. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir jetzt die hier auch einmal kurz. Hoffe, das kommt dann jetzt nicht runter. Wie das aussieht, kommen wir schon wieder in den Eisenbereich. Zumindest in der Dicke. Bewiesen, da stützt und gehen immer was ein. Wegen dem Kies dazwischen. Okay. Ja. So, Rinder. Wunderbar. Hier noch einmal. Aber ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr schöner Tunnel wird, wenn er fertig ist. Ein wirklich sehr, sehr schöner Tunnel. So. Nicht genug Ausdauer, das kommt durch das Rumgehübel. Das ist sehr schön so. Einmal reinziehen hier. Wende machen wir auch gleich, aber erstmal muss der Fuß ruhen. Hätte ich auch Kaffee mitnehmen können, ne? Aber gut. Irgendwie werden wir die Nacht schon hinkriegen, auch wenn es ein bisschen dunkler ist. Man sieht jetzt zumindest... Ne, Moment, mir juckt das Auge so. Dank der Kerzen ein Biesle. Schnappen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz den Bohrer für den Fußboden. Der muss ja auch und dann können wir hier die Wände weitermachen. So, ich sagte ja, schlimm, schlimm, schlimm. Kaum hat man den Bohrer in der Hand, sind Zombies da. Die mögen den die schönen, sanften Klänge des Bohrers nicht. Eigentlich mag ihn niemand. Aber die Zombies haben besonders eine Abneigung dagegen. So, aber immerhin. Irgendwann. Naja, immer noch 1 Kilometer Länge. Okay. So, dann brauchen wir jetzt einmal kurz die. Kopieren. Hast sogar schon mal eine Schräge. Hau ran. Sehr schön. Hier noch einmal. Hier, bevor wir jetzt 1000 Mal rumdrehen. Genau. Einmal kopieren. Den brauchen wir jetzt noch einmal die normalen Blöcke. Dann werden wir mal kurz abzählen. 1, 2, 3, 4. Das Holz hier müsste er hin. Einmal reinzimmern da. Und hier unter bitte auch einmal. Danke. So, verzählt habe ich mir nicht. Nein, dann hätten wir das jetzt auch. Den noch einmal hier. Ja, das wird eine etwas längere Geschichte. Tut mir wirklich leid. Aber muss sein. Man will das schließlich auch fertig kriegen. Obwohl ich das nicht versprechen kann, ob wir das fertig kriegen. Je nachdem, ob die Gerüchte, ob die A21 jetzt kommt oder nicht, stimmen. Weil wir werden einen Neustart machen müssen mit der A21. Die Karten sind sonst nicht kompatibel. Gut, den Eimer hier wieder, das kennen wir ja schon. Einmal rauszimmern. Aber das geht ja auch schnell. Aber man kann ja nur auch nicht sagen, dass wir jetzt hier in dieser Staffel nichts gebaut haben, ne? Also, wir haben eine riesen Base. Wirklich eine Mega-Base, die sogar einigermaßen hübsch aussieht, wie ein kleines Dörfchen, ein kleines Städtchen. Dörfchen, wo er. Für ein Städtchen ist es zu klein. Aber abwarten. Sehen, wie weit wir kommen. So, hier oben noch immer. Da müssen auch Blöcke rennen. Du hast halt auch wieder. Dort ist typisch. Aber hier unten muss auch noch einmal. Vorher gibt's nichts, mein Freund. Vorher gibt's nicht einen Tropfen. Jetzt wird das hier fertig gemacht. So, jetzt darfst du ausnahmsweise mal trinken. Jetzt darfst du ausnahmsweise mal trinken. So, darfst du noch gleich das zweite Schlückchen nehmen. Sonst haben wir das Problem wieder. Den Kopiereimer. Kannst die Stellung, glaube ich, mitkopieren. Räumer hier hin. Nein, wir brauchen erst die normalen Blöcke. Entschuldigung. Rinder. Hier auch rein.
Jedes brauchen wir die. Jo, da kommt dann wieder die Fackel ran. Aber jetzt machen wir einmal kurz die Seite hier. Weiß ich, ich werde immer das Gefühl nicht los, dass man hier von irgendwas hinterrücks überfallen wird. Auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, wenn wir das hier irgendwann mal fertig haben sollten, über Steine nicht mehr beschweren. Und Erze gibt es nebenbei auch. Wenn wir denn mal wieder beim nächsten Vorkommen ankommen. Wunderbar, wunderbar. Ja. So, oben und unten noch. Diesmal aber bitte gleich die Blöcke rein, bevor wir das Falsche kopieren. Sehr schön. Einmal Block kopieren. Rinn. Ja auch. So, und jetzt die. Kopieren, Stellung kopieren. Einmal hier vorsemmeln. Der nächste Abschnitt wäre fertig. Wunderbar. Das ist sehr schön. Unser Holz wird so oder so nicht reichen für alles. Also daher. Kerzen sind inzwischen auch fertig. Daran. Daran. Ein Träumchen. Den müssen wir wohl jetzt erstmal hier weitermachen. Auch wenn man immer so schlecht sieht. Aber wenn wir mal von hier gucken, ist das mittlerweile schon ein kleines Stückchen, ne? Ein klitzekleines. So, ich muss mal überlegen, wie ich das am besten mache. Ich habe immer so blöd mit oben ankommen, ne? Ich glaube, ich baue erstmal ein bisschen höher und mache dann die Decke. Okay, wir haben mal wieder Uschi-Besuch. Wer hätte es gedacht? So, Moment. Wo ist sie denn? Ich meine, man sieht ja nicht viel. Ich hoffe, die buddelt sich jetzt nicht von oben rein. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Das klingt aber fast danach. Irgendwo hier ist sie. Da, hallo Lady. Sie hat gebuddelt. Okay. Für solche Fälle, warte mal, wir können uns hier keine Löcher erlauben. Das macht die Optik des Tunnels kaputt. Wartet ihr, bis ihr dran seid? Hat die Dame auch noch gerufen? Okay, Moment. So, dann trappen wir an, ihr Klappstühle. Auf jeden Fall ist das ein Bohren. Ich wollte jetzt mal ein bisschen weiter bohren, damit wir mal größere Stücke auf einmal schaffen. Nicht so einfach, wenn man so schlecht sieht. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Müll? Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die schmeißen wir mal raus. Die brauchen wir auch nicht mehr. Das zerlegen wir mal. Aber zumindest ist die Nacht fast vorbei. Da rennt aber noch mehr rum. Warte mal. Da rennt definitiv noch mehr rum. Wo bist du denn? Ich hab dich doch... Tor. Hör auf zu rotzen. Ich warne dich. Gut gemacht hat er nichts, oder? Ich glaube nicht. Noch so einer. Aber wie gesagt, ich habe versucht, hier ein bisschen weiter zu bohren, absichtlich erstmal höher, damit ich in die Decke ankomme. Das haut irgendwie trotzdem nicht so ganz hin. Ehrlich gesagt, aber
Man sieht zumindest jetzt schon mal ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Nicht viel, aber ein bisschen, weil es gerade ein bisschen heller wird. Ein bisschen machen wir hier jetzt noch weiter. Muss ja, sonst kommen wir nicht weiter. Zumindest ein Stückchen weiter. Stein, ich meine, das ist mehr als es aussieht. Wie gesagt, das sieht aus wie ein kleines Stück, aber das sind immens viele Steine, die man da rausholt, wie man ja sieht. Wo sind die Blöcke da? Da können wir auch mal wieder neue herstellen. Das ist typisch. Romanform, guck mal, wieder 200. Das Ganze ist doch mehr Aufwand, als ich anfangs dachte, aber nicht schlimm. So kriegen wir zumindest genug Ressourcen. Da dürfen wir jetzt keinen Mangel kriegen. Ich wünschte bloß, dass die Steine ein bisschen mehr blockartiger werden, ähnlich wie in Minecraft. Damit man besser erkennen kann, ob man gerade ist oder schief ist. Weil dadurch, dass sie sich halt automatisch abschrägen, sieht man es manchmal wirklich sehr, sehr schlecht. So, ich sehe gerade, hier oben habe ich eine Reihe vergessen, oder? Jo. Okay, warte mal. Das monne ich mich, das sieht man manchmal echt nicht. Das muss hier weg. Aber hier ist, ne? Oh, nur hier vorne das Stück, okay. Hier müssen wir nämlich auch einmal reinzimmern. Da hatte ich Angst, dass das hier einstürzt wegen dem Kies da oben. Ist zum Glück nicht. Bitte jetzt zum Glück wieder etwas gestützt. Eisen kam da nicht raus. Wie war das nicht, ne? Ne, 2022. Aber dafür, dass es nebenbei kommt, ist es ja auch ein bisschen was. Sehr schön. Zumindest sind wir schon mal ein Stückchen weiter als vorher. Aber es ist immer noch, bis hier, immer noch ein Kilometer. Okay. Ja, wir sind immer noch ganz am Anfang. Alles klar. Na gut, erstmal 1, 2, 3, 4... Hier müsste denn der Block hin. So, Rinder. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Den hier noch einmal. Aber gut, irgendwann wird er fertig sein. Irgendwann. Da muss man jetzt Geduld haben. Sehr viel Geduld. So, ich glaube, hier wird sogar noch einer hinpassen. Ne? 1, 2, 3, 4. Ja, wieder genau hier, aber gut. Hier müssen wir eigentlich das Ganze nochmal ein weiterziehen, sonst haben wir wieder das Problem mit der Fackel. Ich glaube, das können wir auch einmal kurz tun, oder? Ah. Machen wir aber mal kurz zusammen. Mit dem Bohrer sieht man es immer so schlecht. Machen wir kurz wieder das Speedzacke. So, die eine Schicht hier vorne. Sieht man echt schlecht mit dem Bohrer. Ich weiß nicht, im Zeitraffer seht ihr es wahrscheinlich nicht so, aber das sieht man mit dem Bohrer wirklich sehr schlecht. So, aber die ganze Zeit mit der Spitzhacke geht halt auch nicht. Dafür reicht die Ausdauer nicht. Ich habe keinen Kaffee mit. Ich glaube, hier war ich sogar schon ein, weil der wie es aussieht. Der muss auf jeden Fall noch weg.
So, und hier ist auch noch so ein Knüppel, der weg muss. So, und hier ist auch immer die Dicke noch drin, ne? Ew. Ja, stellenweise habe ich das anscheinend mit dem Bohrer schon angekratzt. So, jetzt ziehen wir rein. Und hier unten natürlich auch noch einmal der Fußboden drin. Hey, hey, da habe ich mir ja was vorgenommen. Aber gut. Immer das Positive drin sehen, sag ich da immer. Immer das Positive drin sehen. Das Positive in dem Fall wäre, man kriegt Steine um was. Aber da hatten wir auch eine Zeit lang einen kleinen Mangel dran, ne? So ist es nicht. So, 1, 2, 3, 4. Dann würde mich hier jetzt, genau, der nächste Balken hinkommen. Vielleicht sollten wir auch zwischendurch schon mal verstärken gehen. Weil sonst haben wir eine elendig viel und kriegen das nie verstärkt. Jo. Passt schon, passt schon. Und hier das Ganze auch nochmal. So verstärken geht jetzt gerade nicht. Weil wir nichts dabei haben zum verstärken. Sehr schön. Wunderbar. Den klatschen wir hier auch einmal. Ja, gleich das mit drin. Können wir gleich zwei Dinger fertig machen. Ist aber mal ein langes Ding, mein lieber Mann. Dabei liegt doch normalerweise in der Kürze die Würze, aber nicht in diesem Tunnelfall. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben, glaube ich, schon so lange, lange unsere Spitzhacke nicht mehr so benutzt wie hier jetzt gerade. Und das nur, weil man mit dem Bohrer so schlecht sieht. So, oben muss natürlich auch drin. Da können wir, glaube ich, mitmachen. Sehr schön, hier unten können wir auch gleich mitmachen. Da muss ja auch rennen. Bin mal gespannt, ob wir heute jetzt Horde haben. Ich weiß es nämlich nicht. Das werden wir um 8 sehen. Ist das so richtig? Ja, ne? Ich glaube, ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ja, aber da kommt ja die Schräge vor. Hier müsste eigentlich, ja, lockeren. Ja, und hier vor denn die anderen Dinge. Machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal alle zusammen. Ich glaube, denen wäre es einfacher. Ich weiß nicht, warum ich auf so Großbauaktion komme. Aber gut, wenn ich so manche Leute sehe, was sie auf Minecraft bauen. Ich meine jetzt nicht die Leute, die wirklich irgendwelche Großbauten gebaut haben und das dann im Zeitraffer gezeigt haben oder so. Ich meine da eher so die Leute, die sich quasi vornehmen, zum Beispiel, wir bauen Sturmwind aus WoW nach im Let's Play. Ich meine, da weiß man von vornherein, das wird niemals fertig. Das ist unmöglich, das ist viel zu hochgestecktes Bauziel, sagen wir mal so. Das wäre nämlich ein Let's Play von über 3000 Folgen, das wird nie was. Aber, boah, wenn sie meinen. Also zum Beispiel, habe ich schon gesehen. Da bin ich doch noch einigermaßen human. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir bauen jetzt New York nach oder wir bauen jetzt die Stadt aus Herr der Ringe. Das war ja, das, weiß nicht, da wären wir wahrscheinlich schon 4 Alphas weiter, bevor es fertig wäre. Ist einfach etwas übertrieben. So, ja, den müssen wir hier das auch nur noch zwischenzimmern. Hier muss natürlich auch rinnen. Da war ich sogar eins so hoch, wie es aussieht. Jupp. Den brauchen wir einmal neue Blöckchen. Mal wieder. Aber manche Leute, ich meine, das ist ja eigentlich löblich, wenn man sich so hohe Ziele steckt. Aber na gut, noch geht's. Ob das Ganze denn noch machbar ist, das ist eine andere Frage.
Das glaube ich in den meisten Fällen nämlich nicht. Da müsste man denn schon irgendwie auf dem Server spielen mit mehreren Spielern oder so. Weil das ist sonst unmöglich. Und dann müsste man irgendwie sich absprechen, am besten Bauplan machen, genau einteilen, wer für welchen Teil zuständig ist und so weiter und so fort. Sonst ist es nicht möglich. So ein Riesenbauprojekt kannst du alleine nicht innerhalb einem normalen Let's Play, was vielleicht 200, 300 Folgen geht, realisieren. Das geht nicht. Schlicht und einfach unmöglich. So, hier müsste natürlich auch einmal rennen. Und hier natürlich auch noch einmal. Wunderbar. Hau rein. Hier nur immer. Jo, da kommt ja die Schräge vor. Da kommen denn die rein. Dann müssen wir das gleiche noch einmal hier machen. Spitzhacke ist aber kaputt. Reparaturkits gehen auch so langsam aus. Ah, bin ich mal gespannt gleich auf um 8 Uhr. Was ist das ein muss sein? Wenn das nicht der Fall sein sollte, den müssen wir nach Hause. Wir müssen die Hordenbase noch auffüllen. Also ich weiß, dass die Waffen noch leer sind. Dann geht's nicht anders. Sonst wird's eng mit heute Abend. Aber ich war der Meinung, wir haben 183 heute. Dann haben wir noch einen ganzen Tag Zeit. So, hier muss noch einmal raus. So, hier auch noch einmal. So, Holz drin, dann können wir auch gleich die Wände mit verkleiden und dann passt das nämlich auch alles hier. Dann haben wir wieder ein Stückchen weiter, nicht so weit, wie ich gerne würde. Das zieht sich hier wirklich übelst. Weil lässt sich an den ändern. Jo. Denn jetzt erstmal die. Kopier, mein Freund. Danke. Den kopiert den nochmal. Aber zumindest kann man jetzt schon mal ungefähr sich eine Vorstellung davon machen, wie später der Tunnel aussehen soll. Jetzt kriegen wir schon wieder schlechtes Wetter. Soll ja kein einfaches kleines Loch bleiben. Das wäre ja langweilig. So, den brauchen wir jetzt auch einmal die da. Kopieren wir. Zack. Und dann kannst du auch einmal hier die Stellung kopieren. Dann zimmern wir die hier mich auch gleich mit drin. So, hier den auch. Gleich noch die Fackeln ran. Oder Kerzen, besser gesagt. Sehr schön. Hier noch einmal die Stellung kopieren. Droni können wir gleich auch mal ein bisschen dichter ranholen. Mittlerweile steht Droni doch schon relativ weit weg. So. Sehr schön. Immer dieses schlechte Wetter. Ja gut, Steine können uns wirklich nicht beklagen. Wo sind die Kerzen? Da. Den back mal ran, mein Freund. Da oben. Zack. Hier ran. Da oben. Hier auch nochmal. Sehr schön, sehr schön. Ja. Passt doch. Passt doch. Und wir haben tatsächlich heute Horde. Hab ich mich den ganzen Tag vertan. Wie kann denn sowas passieren? Ich bin von 183 ausgegangen. Okay, denn nützt das alles nichts. Wir müssen nach Hause. Wir müssen ja noch die ganze Hordenbase. Ich glaube, da sind noch keine Spikes. Wir müssen die Waffen auffüllen. Ich weiß noch nicht mal, ob alle Waffen überhaupt einen Motor haben. Wir müssen nach Hause. Das nützt alles nichts. Was ist das? Ich bin noch mitten im Tunnel. Wieso ist hier eine Wand? Ich meine, ich kann durchlaufen, aber
Oh, schön, jetzt fängt die Map hier komplett rumzuspacken, aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall, wir müssen trotzdem weiter. Wir müssen die Horde wieder ready machen. Das geht nicht anders. Das muss sein, dass... Ich wette, da vorne kommt gleich noch eine Wand oder so, so dunkel wie das hier ist. Oder? Aber wie man sieht, haben wir hier noch jede Menge Ärzte, die unterwegs kommen. Da kommt noch einiges. Allerdings laufen jetzt die letzten 300 Meter mal kurz zusammen. Dann seht ihr auch mal, wie lang das Ganze ist. Ich glaube, das ist immer wieder so ein Renderfehler. Der hat echt Probleme, die Karte richtig zu rendern. Weil einfach zu viel schon gebaut ist. Der weiß gar nicht mehr, wie er was berechnen soll. Hier immer noch Kohle, jede Menge. Sehr schön. Den können wir uns auch zumindest, sehen wir mal positiv mit der Horde. Wir kümmern uns jetzt mal noch um die Hordenbase und wenn wir das nächste Mal denn hier weitermachen, gleich eine Bergbaulampe mitnehmen, damit wir dann mal ein bisschen besser was sehen beim Arbeiten. Jetzt auch nochmal Eisen. Also man muss eigentlich immer, egal was es ist, an irgendwas positiv sehen. Auch wenn es nicht so einfach ist, aber so kommt man besser durchs Leben, wenn man alles irgendwie positiv sieht, egal was es ist. Auch wenn es natürlich bei manchen Dingen schwer ist, aber man kann es zumindest versuchen. Ja. Gut, einmal kurz nach Hause. Wie gesagt, erstmal Inventar leer. Da muss ich kurz gucken, ob wir noch Spikes haben. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Muni haben wir auf jeden Fall, die müssen wir bloß reinfüllen. Echt jetzt? Wie komme ich denn auf 183? Ich bin auf von 183 ausgegangen. Hätte alles schön hingehauen. Nee. Mann, wir haben jetzt noch den ganzen Tag Zeit, das sollte reichen. Aber trotzdem, das ist irgendwie jetzt doof gelaufen. Ich weiß ja nicht mal, welche Game Stage wir sind. Müsste ich gleich mal nachgucken. Zum Glück sind wir nicht allzu weit weg von so. Stellt euch mal vor, wir waren ja in der Wüste, aber jetzt irgendwie da am Questen gewesen, in der Fünfer-Quest oder so. Alter. Das wäre aber übel geworden. Das wäre wirklich übel geworden. Die hätten sich wahrscheinlich in irgendwie so einem Fünfergebäude durchs gesamte Treppenhaus geprügelt und uns oben gelünscht. Wäre aber schön, wenn mal wieder besseres Wetter werden würde. So, die Kerzen packe ich erstmal hier hin. Die brauchen wir nicht bei der Horde, aber beim Bauen wieder. Erstmal, was haben wir überhaupt hauptsächlich, ne? Ja, gut. Der geht noch runter. Den guten Mutterbohnen haben wir hier eh noch was drin. Packen wir da auch mal mit zu. Erstmal runter hier. Nützt alles nichts. Steine weg. Davon haben wir am meisten. So langsam sammelt sich zumindest mal wieder ein bisschen was an. Die machen wir gleich mal wieder zu normalen Blöcken. Die können erstmal hier hin. Eisen haben wir noch ein bisschen, Sand haben wir noch ein bisschen. Was ist denn das für ein Chaos hier schon wieder? Wollen hatte ich die nicht eben reingeschmissen? Ich bin sichtlich verwirrt. Und GameStage sind wir jetzt 468. No, es kommt durch. Sehr schön. So, Eisen auch wieder mit drin. Da sammeln sich zumindest auch mal ein paar Stacks an. Bläu haben wir nicht. Hier, dann ein bisschen fitzelmäßig, das geht doch mit drin. Der geht doch mit drauf. Die machen wir auch mal wieder zu normalen Blöcken. Jo, kopier einmal. Zack. Nee. Das ist wieder ganz ganz schlimm. So, Muni und das Deck gehen wir gleich an. Hatte ich Spikes angesetzt? Nee, ne? Wir haben noch 4 Schusswaffen drin, die brauchen wir aber später. Oder? Haben wir die da schon angeschlossen im Turm? Bitte sagt mir, wir haben sie angeschlossen. Sonst wird das hier alles ein kleines Heckmäckchen, du. Okay. Was wollte ich jetzt? Ich sei ja leicht verwirrt gerade. Weil jetzt alles so ungeplant auf einmal kommt. Rinder mit. Die bringen wir gleich noch raus. Reparaturkits konnte ich auch mal wieder neue einstecken. Bitte. Gläser weg. So, einmal kurz Muni einstecken und bitte hoffen, dass wir alles angeschlossen haben.
Waren die voll? Nein. Warum ist denn hier was drin? So, wir nehmen erstmal die Paketchen mit. So viele wie gehen. Den Rest bringen wir wieder hier rüber. So. Ich will mir nur einmal gut gehen. Dessen habe ich einen Slot freigelassen. Ob wir hier Spikes drin haben? Offensichtlich nicht. Das ist nicht gut. Das heißt, ich habe sie vergessen zu machen. Das ist überhaupt nicht gut. Jo, 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 gut. Das kann passieren, das kann passieren. Einmal rüber zur Horden Beast, nützt alles nix. Oh, das mag ich gar nicht, wenn jetzt alles so stressig wird. Das mag ich überhaupt nicht. Ich spiele die Spiele lieber gemütlich, lass mir Zeit, dass man auch zwischendurch überlegen kann, dass man auch mal Angst haben muss, ohne dass es einem was verpasst, dass man aus Örtchen gehen kann und so weiter. Dauer-Hack-Mack mag ich überhaupt nicht im Spiel. Aber genau das haben wir jetzt gerade. So, die anderen Türme haben wir alle. Bloß bei dem muss ich ja mal gucken. Aber wie es aussieht, haben wir ihn angeschlossen, oder? Jo, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann können wir hier auch gleich rennen. Haben wir hier schon ein Türmchen gebaut? Ja, ne. Gut. Deswegen spiele ich auch solche Spiele nicht wie Fortnite, Call of Duty, Counter-Strike, halt diese ganzen Shooter. Einfach ist mir zu stressig, zu viel Hackmeck. Da kannst du nicht einfach mal in Ruhe dich irgendwo in die Ecke stellen und aufs Örtchen gehen. Da musst du gleich Angst haben, da wirst du auch Chancen. Hau erstmal rein hier, mein Freund. Wir müssen noch einmal ganz kurz auspacken. Zumindest so gut es geht. So. Hau rein. Hier, den auch nochmal. Richtig ist es. So, hier. Rin, rin, den rin. Können wir die so auspacken? Ja. Hier, hau den nochmal mit drin. Du haben genug Sprit. Du haben genug Sprit. Sehr schön. Man sollte die natürlich sperren, sonst funktionieren die Waffen nicht. Die ist gut. Den Hirn. Hier haben wir zumindest schon unser schönes Dingsebumse. So, die haben wir immer noch nicht festgelegt. Sehr typisch. So, sperren. Hau den rein, hau den rein, hau den rein. Den braucht einmal aus, mein Freund. Jetzt können wir zumindest mal ein bisschen mehr auspacken. Hau rein. Aufsperren. Sehr schön. Den hatten wir auch? Ja. Benzin genug da? Jo. Sehr schön. Dann wäre der hier auch fertig. Den einmal hier rein. Tut mir leid, ich würde ja gerne hinten weitermachen, aber... Was ist das denn da? Ach, das ist die City. Bin echt von Tag 183 ausgegangen. Keine Ahnung, wie ich mich da jetzt so vertun konnte. Sperren? Wunderbar, aussperren. Dich hatten wir auch gesperrt, ne? Jo, Benzin hast du auch genug. Wunderbar, ab zum nächsten. Räume hier hin und ich glaube, die beiden vorne, die Türme, die haben sowieso noch. Oh, das werden wir sehen. Renn hier. Hau rin, hau rin, hau rin. Einmal auspacken. So, hau rein, sperren. Dich hatten wir, ne? Nein? Jetzt aber. Aber besonders die Waffen sind wichtig. Ich bin 10. Hast du auch? Sehr schön. So, jetzt muss ich eigentlich nur nochmal die durchschucken. Den Turm und oben. Aber ich glaube, die hier haben. Hüp.
So. Benzin hat er auch. Ja gut, die drei, die sie hier verschossen haben. Zack. Das waren, glaube ich, die Kojuten-Horde, die hier vorbeikamen. Nach der Horde. Sehr schön. Benzin hat er auch, ne? Ew. So, wunderbar. Denn noch einmal darüber, das kriegen wir hin. Dann haben wir die Türme hier unten fertig. Ich sollte vielleicht die Bergolampe da noch wegnehmen vor der Horde. Die machen sie mir kaputt. Aber zumindest weiß ich jetzt, wo sie abgeblieben ist. Hm. Der ist sogar noch voll, sehr schön. Der ist auch noch voll. Ein Träumchen. Du haben auch noch genug. Auch hier. So, du gib ihn mal her. Danke. Den einmal hier rauf. So, der ist mit Sicherheit nicht mehr voll. Nein. Oh man. Das lag gerade hier an dieses Jumping, was wir geskillt haben. Parkour. Kam nicht ins Loch. Aber weißt du? Rin zu. Da auch nochmal. Das müssen wir mal kurz auspacken. Wir brauchen ja oben auch noch welche, so ist es nicht. Die dürfen oben mich auch fast alle leer sein. So, hau erst mal rein. Zack, zack. Zu. So, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Der hat auch genug. Sehr schön. Den einmal kurz aus dem Dach. Den haben wir zumindest das Wichtigste erledigt. Die hatten wir ja zum Glück schon gemacht. Den ist wieder schwer fast Tor, den Ready. Aber auch nur fast. Oh, fangen wir hier an. Die ist mir leer, wie vermutet. Sperren. Die ist genauso leer. Ebenfalls sperren. Zack, zack, zack. Die haben wir gut aus allen Rohren hier gefeuert hier oben. Die ist fast leer. Gut, hier kamen nicht ganz so viele Zombies. Hau rein hier. Ist auch voll. So, hatten wir Geier? Vereinzelt anscheinend schon. Okay, aber nicht viel. Die hat auch ein bisschen verballert. Jetzt müssen wir erstmal wieder auspacken. So, Horren. Den hatten wir gerade. Den hier nochmal. Die sind mit Sicherheit leer. Sind sie nett? Ah, das Problem ist, dass die Waffen, die hier vorne draufstehen, nur die Zombies kriegen, die wirklich hier reinfallen. Ne? Die anderen, die stehen außer Reichweite. Das ist das Problem. Aber der hier auch nicht wirklich. Aber ich habe ja schon versucht, sie anders einzustellen. Das ist das Problem. Durch diese Kante hier, die hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte die direkt vorne ranstellen müssen, damit sie mir sehen, aber... Gut, sind wir beim nächsten Mal schneller? Zack, zack. Zumindest sind sie alle voll. Die müssen wir noch abschicken. Der ist komplett voll. Und er hier ist leer. Bip, bip, bip. Der auch noch. Sehr schön. So, wohl, hier hatten wir ja angefangen, ne? Jo. Man könnte natürlich zusätzlich noch, aber ich glaube, das wäre jetzt übertrieben, auf die Dächer dieser Türme auch noch Waffen stellen. Ne? Aber ich glaube, das wäre wirklich etwas übertrieben. So, den machen wir zu hier. Der Rest Muni nehmen wir wieder mit nach Hause. Das muss ja eh nach Hause. Ich wollte hier noch gucken, ob wir hier noch Spikes drin haben. Muni haben wir auf jeden Fall genug. Repariert ist hier, glaube ich, auch alles. Fackel haben wir hier nur noch zwei. Spikes haben wir hier gar nicht. Wir haben echt keine Spikes mehr. Fackeln brauchen wir definitiv neue. Die müssen wir von zu Hause mitbringen. Na gut. Die Spikes sind zwar jetzt nicht wirklich wichtig. Eigentlich brauchen wir sie jetzt auch nicht zwangsläufig.
sind ja nur dafür da, sie abzuhalten, hier zu randalieren. Aber wie wir festgestellt haben, machen die das so gut wie gar nicht. Das ist ja schon mal ein Träumchen. Also die Base lüft, die Zombies laufen schon da lang, wo sie langsam sollen. Durch die Prügel haben sie sich bis jetzt noch nirgendwo. Daher ist das für euch nicht kein Problem. So. Din. Erstmal Muni weg. Gucken, ob wir noch Fackeln in der Kiste haben. Geht's nicht. Fackeln haben wir gar keine mehr. Den muss ich gleich noch Fackeln ansetzen. Also die Backbone-Lampe, die hauen wir erstmal hier hin. Zack. So, und die Restmuni geht auch erstmal wieder hier rein. Sehr schön. Das soll immer noch raus. Fackeln waren, glaube ich... Muss ich mal kurz gucken. Auf jeden Fall Tierfett und Stoff. Tierfett, Stoff, Holz. Okay, das kriegen wir hin. Obwohl unser Tierfett auch langsam zur Neige geht. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ja, ja. 30 Fackeln sollen reichen. Haben wir noch ein paar Ersatz. Stoff haben wir unten. Stoff. Der liebe gute Stoff. Ihr packt mal ein paar rauf, mein Freund. Bitte. So. Und eine Holz haben wir ja eh uns stecken. Dann machen wir die 30 Fackeln. Dauert zwar 7 Minuten. Alles kein Problem. Die sind um, bevor die Horde anfängt. So, dann müssen wir halt nur noch, das machen wir dann aber kurz vor der Horde, alles einschalten. Und dann feiern wir wieder schön Horde. Dim. So, das kommt hier mit drin. Wunderbar, die erste Fackel hat er schon. Komplett die Horde vergessen. Das kann ja mal vorkommen. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Reparaturkits haben wir, Essen haben wir genug, Trinken haben wir... Also eigentlich sind wir Horden ready, der Rest liegt in der Hordenbase. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Muni reicht, die da liegt. Da brauchen wir nichts mitnehmen. Auto ist leer, oder? Ja. Kurz noch Motorrad zur Seite nehmen. Wir nehmen das Auto mit zur Horde. Sehr schön. Ja, ich hatte doch gerade geguckt. Den lüft doch alles. Ich habe zwar das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber ich komme gerade nicht drauf, was... Spikes haben wir ganz offensichtlich nicht gemacht. So gut. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Mö. Gut, den machen wir nach der Horde da hinten weiter. Nützt ja alles nichts. Zumindest haben wir mal wieder ein paar Steine rangekriegt. Das ist doch auch schon mal was. Jetzt Spikes ansetzen bringt auch nichts. Die werden gar nicht mehr rechtzeitig fertig. Sehr schön. Gut, dann verabschiede ich mich von euch. Habe eh die Zeit vergessen. Meine Aufnahme läuft hier schon... 70 Minuten. Ich habe die Zeit vergessen. Ich war da so drauf verzögert. Aber ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, da kommen ja eh noch zwei, drei Zeitreffer mit rein. Dann wird das eh kürzer. Aber auf jeden Fall wird es über 30 Minuten diesmal. Halt mal eine längere Folge. Muss aus sein. Gut, dann verabschiede ich mich. Wir hören uns morgen wieder bei der Horde, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.